Frank Ulrich ist als erster da. Der Bundestrainer vor der Generalprobe der letzten Staffel vor Olympia. Und er hat Sorgen. Seine Mannschaft pfeift aus dem letzten Loch, ausgerechnet vor seinem großen Finale als Bundestrainer. Es sind meine 10. Olympischen Spiele und alle Olympischen Spiele waren für mich eine Riesenherausforderung und sind auch in diesem Jahr wieder eine Herausforderung. Und wir wollen natürlich mit der Mannschaft erfolgreich sein und werden sehen, was am Ende rauskommt. Der Weltcup in Ruhpolding sollte Gewissheit über die Staffelaufstellung bringen. Stattdessen brachte er Krankheit. Arndt Peiffer ist mit den Kräften am Ende nach seinem 4. Platz im Massenstart. Simon Schemp, Schlussläufer der letzten beiden Staffeln, braucht dringend eine physische und psychische Auszeit. Und Andreas Birnbacher kann auch nicht um einen Staffelplatz kämpfen. Grippaler Infekt zum falschen Zeitpunkt. Die Formsuche dauert an. Wenn man dann vielleicht ein paar mehr Rennen hat, wo es nicht ganz so gut läuft, wo man einfach nicht Kraft und Vertrauen schöpfen kann oder tanken kann, dann wird es natürlich einfach schwieriger und da kann der Schuss nach hinten losgehen. So müssen die beiden alten Hasen Greis und Ulrich schauen, wie sie ihre jungen Himmelsstürmer fit machen für Olympia. Patienten haben sie genügend in der Mannschaft, selbst wenn sie körperlich gesund sind, so wie Christoph Stephan. Ich glaube, er will unwahrscheinlich viel. Er misst sich natürlich an seinen Weltcupsieg im letzten Jahr und vergisst dabei, dass er das auch mehr oder weniger aus einer defensiven Position heraus geschafft hat. Defensive kann sich Christoph Stephan heute nicht erlauben. Zumindest als Staffelläufer überzeugt er in dieser Saison. Schnell anlaufen und sicher treffen, die Vorgabe für jeden Startläufer. Und Christoph Stephan liefert ein gutes Rennen ab. Nur ein Nachlader. Platz 2 hinter Russland. Nicht viel verloren, außer der Mütze. Ähnlich heiß wurde es Daniel Böhm heute Morgen, als er erfuhr, dass er für Andy Birnbacher in der Staffel laufen sollte. In Vancouver vor einem Jahr war er schon mal dabei, aber das war weit weg, ohne Zuschauer. Ruhpolding ist etwas anderes. Zu Beginn läuft es gut und dann beginnt das Drama. Daniel Böhm muss nachladen. Er hat 3 Schüsse für eine Scheibe. Kein Problem normalerweise. Aber der 23-Jährige verliert komplett die Nerven, vergisst sogar die Anzahl der Nachlader. Ein Albtraum vor 25.000 Zuschauern. Ich habe den ersten Nachlader nicht richtig reingekriegt. Der ist mir rausgefallen aus der Hand. Und normal hat man 3 platziert und dann waren natürlich alle 3 weg. Nach 2 schon war einer daneben gefallen worden. Dann war ich nicht mehr ganz sicher, ob ich noch einen habe oder ob ich schon 3 raus habe. Es war wirklich am Schießstand heute voll daneben. Ein Einzelschicksal, das zum Trend passt. Am Schießstand sind die anderen Nationen einfach sicherer. Russland braucht einen Nachlader für 40 Scheiben, Deutschland 13 plus Strafrunde. Auch Ali Wolf nutzt seine Chance nicht. Deutschland fällt bis auf Platz 10 zurück und der dreifache Olympiasieger muss das Team mal wieder rausreißen. Ich merke schon die letzte Zeit, dass wir eigentlich einen sehr guten Teamspirit haben, viel besser wie letztes Jahr. Und das hat uns eigentlich schon zusammengeschweißt und wir wissen auch, dass wir gut sein können. So gut wie 2006? Die Goldstaffel von Turin, eine perfekte Mischung aus Erfahrung, jungem Draufgängertum und Erfolgswillen. Groß, Rösch, Fischer und Greis. Von den Namen her war sie sicherlich besser besetzt wie 2006, wie jetzt in Vancouver. Aber im Sport zählt ja die Leistung und wir versuchen natürlich Top-Leistung anzubieten und bei uns weiß jeder, um was es geht. Die Generalprobe gewinnt die russische Mannschaft vor Norwegen und Österreich. Und Michael Greis ist es zu verdanken, dass die deutsche Mannschaft noch auf den 4. Platz läuft. Ein Kraftakt und ein Hoffnungsschimmer, dass es in anderer Besetzung besser laufen möge. Es ist eine neue Staffel, ist eine junge Staffel mit den erfahrenen Hasen Michael Greis. Und ich denke, sie ist in der Lage, eine Podiumsplatzierung zu erreichen, wenn alles passt. Heute passt nicht alles, aber es ist nur die Generalprobe. Daniel Böhm wird sie trotzdem nie vergessen.